Servus, heute mal ein etwas anderes Video. Wie ihr wisst, mache ich relativ viele Videos im Jahr und benutze dabei zwei Kameras, einmal die Sony Alpha 7 II und einmal eine Sony Alpha 5100. Und die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, haben ja gesehen, dass ungefähr vor einem halben Jahr mein Display kaputt gegangen ist. Das kann durchaus mal passieren, wenn man seine Kamera sehr oft benutzt. Und ich habe mich jetzt ungefähr ein halbes Jahr damit rumgeschlagen und habe überlegt, ob ich das Display tausche oder nicht, weil der Touchscreen an sich funktioniert immer noch. Habe aber keine vernünftige Lösung gefunden und die Kamera zum Service einzuschicken war für mich keine Option, da ich die Kamera relativ oft nutze. Daraufhin bin ich jetzt auf die Idee gekommen, einfach mal bei Sony vorbeizuschauen auf der Webseite, einen Händler zu finden, wo ich Ersatzteile erhalte. Und dabei habe ich mir dieses neue Display bestellt. Und da ich kein Video bis jetzt im Netz gesehen habe, wie man dieses Display austauscht und es doch relativ einfach zu sein scheint, werde ich einfach mit euch das jetzt mal kurz durchgehen. So, als allererstes nehmen wir mal das Objektiv ab. Und wir entfernen den Akku. Es befinden sich hier unten zwei Verschlüsse und hier oben an der Kante zwei. Die Schrauben hier unten sind leicht kleiner als die Schrauben, die hier oben eingeschraubt werden. Und das sind jetzt die drei Kabel. Wir müssen jetzt hier diese Kabel entfernen und anschließend die Brücke von hinten abnehmen. Hier klebt es ein wenig. Ich denke, das fixiert die Kabel davor, rauszurutschen. Klebt die Fläche nur noch leicht, das ist okay. Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir hier unten um das Gehäuse rumfassen. Die Kante läuft mich hier hinten rein. Oh, nehmen wir doch das neue Display. Diese Kante läuft hier hinten rein. Hier hinten ist eine kleine Klappe. Die kann man auf- und zuklappen. Und damit sollte der Druck jetzt raus sein und man müsste jetzt das Kabel einführen können. So, jetzt noch der kleine gute Tipp am Ende. Wenn ihr das Display einsetzt, achtet auf dieses kleine Kabel, was nirgendwo fest ist. Das lag bei mir nach der Installation über drüber und lag hier hinten. Dadurch hat auch der Deckel vom Display nicht gepasst. Das kleine Kabel wird hier hinten in diesen Schlitz reingeschoben und das ist dafür zuständig, dass euer Display
immer die richtige Position anzeigt. Also sprich, wenn ihr es umdreht, dass es auch im Bildschirm umdreht. Dieses kleine Kabel. Sauber einsetzen. So, das Display ist wieder einsatzbereit, man kann es klappen, alles funktioniert. Dann können die nächsten Videos kommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Danke.